Boah, ne, ich gehe ja nochmal raus, ey. Ich fürchte, ohne alles können wir das hier auch vergessen. Oh Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir rennen jetzt mal zurück dazu, dem Besoffenen. Wenn wir den jetzt auf die Schnelle finden, dann soll der das mal kurz erledigen. Uns zumindest helfen. Hier ist ja doch der Typ. Achtung, jetzt komm ich! Ja. Hey! Das war natürlich auch die klügere Art. Gruselige Stachelratte. Richtig so. Geil, Level aufgestiegen. Perfekt. So, warte, ich speichere hier nochmal gerade. Boah, Alter, war das jetzt eine Qual, ey. Ja, fast elendig verreckt hier. So, hier alles schön mitnehmen, das können wir später mal noch verkaufen. So, wo lag denn hier noch was? Hier, da. Das war's, glaube ich. Boah, warte, dann mache ich mich noch mal kurz voll. Unser letztes Steak war das. Maximale Lebensenergie plus 1. Okay. Selten in der Alchemie sehr begehrt. Was brauchen wir denn hier mal? Lebensenergie plus 5, Lebensenergie plus 5. Hier was mit Lebensenergie plus 50 oder so wäre doch mal was Tolles. Kraut, viel einlassend. Okay. Plus 5, Mana plus 5. Machen wir das hier mal einfach da unten rein. Oh. Machen wir auf 3. Ja, toll. Käse, aha. Alter, ich will das hier nicht alles haben. Was können wir eigentlich mit dem Mana machen? Kann sein, dass wir irgendwie noch Fähigkeiten haben. Dafür braucht man ja eigentlich Mana. Mist, wo war das jetzt? Hier. Herstellung. Ja, wir müssten doch irgendwie Fähigkeiten haben oder so. Wozu brauchen wir sonst Mana? Sieht irgendwie nicht so aus. Hä? Warte, ich spreche den Typ hier nochmal gerade an. Hier liegt noch was. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Ja, das kann man nicht direkt mal wegmachen. Oder? Warte mal. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Tieren ausweiden. Tiere ausweiden. Mit diesem Talent kann man erlegten Tieren wertvolle Trophäen abnehmen. Du kannst Tieren das Fell abziehen, mit den nötigen Anleitungen kannst du Tieren noch weiter verwerten. Okay. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich muss hier gerade noch von dem Kraut ein bisschen. So. Ich frage mich jetzt gerade, was wir noch alles machen können. Diesen Dongle habe ich gerade keinen Bock, den zu suchen. Den suchen wir später nochmal. Ich würde gerne ein Schild haben oder irgendwie sowas. Ja, natürlich. Kommt natürlich wieder direkt zu zweit, zu dritt. Nicht besser. Ich renne mal schön wieder zu dem Typ hier hin. Der soll das mal wieder schön erledigen. Ja! Luis, helf mir! Schnell! Alter! Nimm die Beine in die Hand! Nimm die Beine in die Hand! Nimm die Beine in die Hand! Helf mir, Digga! Achtung, jetzt komm ich! Ja! Ja!
Jetzt ist gut. Hey, und wo sind die Kollegen von dem Typen jetzt? Hallo. Ach, da sind die doch. Oh, die haben wohl jetzt Angst bekommen. Alter, das ist aber auch gerade Scheiß hier. Ich glaube, da gehen wir erstmal nicht rein. Das hat wirklich keinen Sinn. Ich will jetzt erstmal irgendwie so ein Schild haben oder irgendwas. Damit wir uns hier überhaupt auch mal irgendwie ein bisschen verteidigen können. Ansonsten sind wir hier nach 3 Schlägen oder 4, 5 Schlägen sind wir ja schon tot. Auch wenn ich abblocke, das bringt ja nicht wirklich was. Nee. So, wir wollten noch die Kisten probieren. Aufzumachen. Seemannskiste? Ne, die konnten wir aufmachen. Welche Kisten konnten wir denn nicht aufmachen? Hier waren noch auch irgendwelche Kisten, die nicht aufgingen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Oh, hier wird nicht geklaut, verstanden? Ja, ja, Fresse. Da müssen wir wahrscheinlich noch eins besser. Noch ein, ein Level höher machen. Vermute ich mal. Aber hier war doch auch irgendwo eine Kiste noch. Ach, und nochmal. Ah ja. Und nochmal von vorne. Okay. Der Dietrich ist hin. Ach so. Scheiße. Aber das war D-D-A-A. Jawohl. Geile Sache. Nehmen wir doch mal mit. Hoffen, dass wir nicht erwischt werden. Was willst du hier? Mal in der Ruine? Ach, nix will ich hier. Boah, jetzt erstmal schnell gucken, was haben wir denn hier rausbekommen gerade? Da traut sich doch keiner hin, oder? Hä, wir haben doch da gerade eine Waffe rausbekommen. Wir die richtigen Zahlen. Hier, Stahlrohling, Schwert. Die Stürme werden schlimmer. Für ein Schwert aus Stahl, ich muss ihn im Schmiedefeuer erhitzen. Gehe mit folgenden Zutaten zur Esse. Benötigte. Ja, wusste vorher, dass das passieren kann. Okay. Der erzählt doch viel, wenn der Tag lang ist. Benötigt den Schmied. Wo ist denn dieser Oscar jetzt? Er sitzt den ganzen Tag nur rum und säuft. Zeig mir deine... Ah, der war das. Zeig mir deine Ware. Na klar, der war das. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Aber dafür brauchen wir ja noch mehr Stärke. Schädelspalter. Hieb schaffen wir. Hieb. Waffenschaden. So. Dornkeule. Schwert. Klingenschaden. Das Schwert haben wir ja selber. Was ist genau der Unterschied zwischen diesem Hiebwaffenschaden? Hast du auch Schwertrohlinge? Nur das, was ich verkaufe. Meine Erzvorräte sind nämlich leer. Aber wenn du mir Eisenerz anschleppst, dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen. Ich hörte, Craig hat eines dieser goldenen Bruchstücke? Das behauptet er jedenfalls. Der alte Halsabschneider will aber einen Haufen Gold dafür. Ist ja reizend. Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ich hatte es wohl vergessen. Ist ja große Klasse. Soll ich ihm jetzt das Gold für den Kram bezahlen? Entweder das, oder du nimmst es ihm einfach weg. Ist ja ein toller Trick. Und wie genau hast du dir das vorgestellt? Ich würde sagen, du haust ihm ordentlich aufs Maul. Und wenn er am Boden liegt, nimmst du es dir einfach. Hast du einfach gesagt? Ha! Wenn ich es selbst könnte, hätte ich es wohl schon getan. Na dann. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst. Pah, ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Okay. Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Gar nicht. Ohne die fehlenden Teile der Klinge kriege ich das nicht auf die Reihe. Ha, das könnte nicht mal der Beste. Und ich bin der Beste. Na, der hat ja mal ein großes Selbstbewusstsein. Was ist?
Und was müssen wir denn jetzt hier noch machen? Mit Dieben will ich nicht gesehen werden. Ja, ja, okay. Dann haben wir zumindest jetzt schon mal das. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Schmiede erlernen. Ich gucke mal, ob wir irgendwo einen ansprechen können. Nee. Den können wir schon mal nicht ansprechen. Sam. Den hatten wir auch schon. Nee. Mit dem würde ich jetzt gerade nicht kämpfen. Alter, wen können wir denn jetzt hier noch ansprechen? Ich will dieses Schmiede erlernen. Wahrscheinlich diesen Hawkins müssen wir, glaube ich, ansprechen. Das ist ja der Chef der Arbeiter. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut, dank dir. Hier, nimm das Gold. Ja, dann haben wir wieder 5 Goldmünzen bekommen. Kannst dich wieder entspannen. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Don erspart. Ja, was will ich denn mit Arbeiterkleidung, Alter? Was ist? Außerdem brauchen wir dafür 500 Gold und die haben wir jetzt gerade nicht. Wir haben gerade mal 70. Aber immerhin besser als gar nichts. Jetzt nicht. Okay, jetzt gucke ich nochmal gerade, welche Quests müssen wir denn noch machen. Oh Gott, samt Gold verschollen. Bruder will, dass ich den vermissten Kämpfer Dorgan finde, der irgendwo im Sumpf verschwunden ist. Ich habe Dorgan ausgeschickt, ein paar. Beppo will, dass ich dafür sorge, dass die Artifikatkisten geliefert werden. Okay. Cracker, okay. Okay. Ja, da haben wir nur die Quests. Das ist jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Ich will spielen. Ich will spielen. Na dann lass mal hören. Auf was willst du setzen? Oh Gott. Ich kämpfe gegen Ricardo und werde gewinnen. Ich werde Lorenzo in der Arena besiegen. Ach so, okay. Ich kämpfe gegen Ricardo und werde gewinnen. In Ordnung. Das wird nicht weiter schwer. Bringt dir aber auch nicht viel ein. Wir werden sehen. Okay, hoffen wir mal, dass das auch wirklich so eine Flasche ist für uns, das eben gesagt wurde, denn ich brauche Gold. Dann sprechen wir den jetzt hier mal an. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Kannst du mich trainieren? Ich fordere dich zum Kampf in der Arena heraus. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena heraus. Paus Maul? Warum nicht? Komm mit. Okay, dann rennen wir jetzt mal mit dem Typen dahin und hoffen mal, dass wir den auch besiegen. Aber vorher will ich dann nochmal was essen. Ach so, hier ist die Arena. Das ist eine tolle Arena. So, wir machen uns jetzt hier gerade mal voll. Scheiß was auf das Hähnchen. Mehr eh genug davon. Ich will nämlich voll sein. Ich habe gerade auch keinen Bock, zu dem Fass zu rennen. So, dann haben wir das auch schon mal alles weg. Na, immerhin. Na, dann zeig mal, was du kannst. Ja!